So, da sind wir endlich. Es kann endlich losgehen. Wir haben alles klären können. Alles ist bereit, alles ist gesetzt und wir können in unser zweites Match starten. Nochmal Entschuldigung für die Verspätung, tut mir sehr leid. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft und Match Nummer 2 ist für uns angerichtet. PENGA Gaming gegen Team Hates. Das ist unser Match hier. Wir sind erstmal im Operator-Bahn auf Border. Da wird jetzt erstmal ein Termite rausgenommen. Das ist doch tatsächlich mal interessant. Das ist so ein bisschen so ein bisschen Standard-Ranked-Bunning. Wir nehmen den Termite raus, dann können die uns oben in Armory Archive schon mal nicht mehr die Wand aufbreachen. Mal gespannt, wie das umgesetzt ist und ob es, beziehungsweise was für einen Impact das hat, weil wir haben noch definitiv genug Hardbreacher am Start. Bann Nummer 2 ist hier der Jackal. Potenziell will man hier also auf Seiten von PENGA Gaming roamen. Verteidigungsbann Nummer 1. Da haben wir Mira am Start. Und das, finde ich gar nicht so. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Map hat mittlerweile so viele Möglichkeiten gesehen, wie man sie spielen kann, dass es eigentlich fast keine Rolle spielt, was du rausbannst. Denn egal, was du rausbannst, es hat schon eine Ausweichroute dafür gegeben, immer. Es hat schon, die Map gab es, bevor es Mira gab. Damit wurde die Map die ganze Zeit lang komplett ohne Mira gespielt. Und es gab auch schon Zehntausende von Spielen, in denen das ganze Ding ohne Termite gespielt werden musste, wo man nur Hibana irgendwie zur freien Verfügung hatte oder sonst was. Von daher ist es einfach faktisch so, dass meiner Meinung nach, egal was du hier operator-technisch spannst, vielleicht kannst du das Spiel dadurch ein bisschen in eine bestimmte Richtung, sage ich mal, drücken oder so. Aber im Endeffekt ist es eigentlich egal, was du da wie rausbannst und so weiter. Du hast im Endeffekt immer die Möglichkeit, das zu machen. Und so wie das aussieht, haben wir hier erstmal einen Rehost. Hier wird ein Rehost genommen. Ich schicke euch kurz nochmal in die Pause, um das alles wieder einzustellen. Und ich hoffe, danach können wir endlich das Spiel sehen. Bis gleich. I'm not afraid to take a stand, take a stand.
Yo, Dieter. Guck mal, nichts für ungut, aber ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was du damals mit dem Song gemeint hast. Stardover, wir zeigen mal, wie wir das 2017 machen. Let's go! Ich hab Style, ich hab Geld, ich trag Louis. Deine Frau zieht sich aus für ne Louis. Sie ist reich, mir gefällt ihre Louis. Wär das hier das Dschungelbuch, wär ich King Louis. Schuhe von Louis, Gürtel von Louis. Bei mir ist alles kariert, ich scheiß auf Undercover. Schuhe von Louis, Gürtel von Louis. Und ich hab keine Manier wie ein Neandertaler. Yeah, Deutschland sucht seinen Superstar und hier bin ich. Alle meine Frauen sind im Schlaf sogar willig. Der Stall war nicht billig, Kaschmir ist teuer. Vielleicht bin ich gar nicht Kay, sondern Manuel Neuer. Cash wie ein Fußballspieler. Denkst du, die Scheine sind aus Zufall lila? Denkst du, es war so schön in dem Plattenbau? Ich dachte mir bloß, irgendwann schaff ich's raus. Check Maximilianstraße, Strafzettel, kack drauf. Wie ich pack, ein Benz ist ein Benz und darf überall stehen. Vergoldetes K als kühler Emblem. Stimmt, ich war schwer erziehbar, doch als Kind schon ein Star in der Kita. Du siehst, jedes Jahr komm ich wieder, ich diss ohne Gnade wie Dieter. Ich hab Style, ich hab Geld, ich trag Louis. Deine Frau zieht sich aus für ne Louis. Sie ist reich, mir gefällt ihre Louis. Und wär das hier das Dschungelbuch, wär ich King Louis. Schuhe von Louis, Gürtel von Louis. Bei mir ist alles kariert, ich scheiß auf Undercover. Schuhe von Louis, Gürtel von Louis. Und ich hab keine Manier wie ein Neandertaler. Yeah, Louis hier, Louis da, Louis fast überall. Du singst mir was vor, ich glaub, du hast einen Knall. So eine Scheißstimme, so ein scheiß Aussehen. Du kannst ohne Recall-Zettel rausgehen. Sag, welcher andere Juror fuhr zu einem Casting im Aventador. Ich polarisier und mach, was ich will, eure heile Welt. Nein, Mann, ich pass nicht ins Bild. Ich bind meine Dates immer an das Bett und hab zwei Geldkoffer als Handgepäck. Meine Art, ich bin verdammt direkt. Leute fragen sich, hat dieser Mann Tourette? Ey, der Bad Boy, Baby, steckt in dir drin wie ein Sextoy, Baby. Gib zu, dass dich sowas dir anmacht. Ich bin wie Thomas, nur anders. Ich hab Style, ich hab Geld, ich trag Louis. Deine Frau zieht sich aus für ne Louis. Sie ist reich, mir gefällt ihre Louis. Und wär das hier das Dschungelbuch, wär ich King Louis. Schuhe von Louis, Gürtel von Louis. Bei mir ist alles kariert, ich scheiß auf Undercover. Schuhe von Louis, Gürtel von Louis. Und ich hab keine Manier wie ein Neandertaler. Schon als Jugendlicher hab ich gemerkt, ich krieg im Leben nichts geschenkt, ich muss es selbst reißen. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser, ich muss Stage greifen. Flieg ich zweimal auf die Schnauze, steh ich dreimal wieder auf, sie labern Scheiße. Doch ich stell mich taub, denn sie sagen, das Leben ist eine Schachtel Pralinen. Doch ich sage, im Leben ist nicht alles Schokolade. Schade, dass das alles Lügen waren. Das Leben ist kein Tag im Vergnügungspark. Hör auf zu überlegen, steh nicht rum, Dicker, du musst dich bewegen. Hör auf zu überlegen. Steh nicht rum, Dicker, du musst dich bewegen. Ja, das Leben ist kein Ponyhof. Das war gelogen. Das Leben ist ein Rockkonzert. Manchmal musst du proben. Ich steh lieber abends auf und stürz mich in den Wall of Death. Früher klaute ich Ravioli von meinem Dosenpfand. Doch. So, meine Damen und Herren, ich muss euch leider nochmal vertrösten auf ein paar Minuten nach hinten.
Es ist leider aufgefallen, dass ein Spieler in einem der beiden Teams nicht spielberechtigt ist. Deswegen muss das Team jetzt noch einen neuen Spieler schnell an den Start holen, damit das Spiel hier weitergehen kann. Das gegnerische Team hat sich bereit erklärt, ihnen dafür noch 5 Minuten Zeit zu geben. Das heißt, wir werden nochmal 5 Minuten warten müssen, bis wir das Spiel endlich starten können. Ich muss euch leider nochmal dafür in den Pausescreen so lange schicken. Es tut mir wirklich leid. Ich kann aber leider nichts daran ändern. Bitte habt noch etwas Geduld und verzeiht uns, dass ihr da noch warten müsst auf das Spiel. Bis gleich.
Und das passiert jetzt auch. Aber trotzdem können wir nochmal kurz die Lineups hier durchsehen. Ihr seht es ja gerade. Auf Seiten von Penga haben wir Stunner Boy, iRush, All Gayake, Keep Out Lion und iMetrics am Start. Auf Seiten von Team Hates haben wir Clancy, V-Cuter, Teddy Bear und Santik am Start. So, jetzt aber endlich zum Spiel. Jetzt können wir uns endlich ums Spiel kümmern. Wir sind auf Border. Wie gesagt, Team Hates hat jetzt hier ein Handicap-Match. Und gehen erstmal auf Armory Archives. Mal gucken, hier wird sehr sparsam oder hier werden sehr sparsam insgesamt Wände gezogen. Wir sehen V-Executor, der hinten noch den langen Winkel zumacht. Vorne die Breach Wall ist dicht. Klein, sie hat sich noch nicht bewegt. Mal schauen, ob irgendjemand mal irgendwo rausguckt. Sieht gerade nicht so aus. Und damit beginnt das Spiel jetzt hier. PENGA GAIMX kann jetzt natürlich gucken, wie sie das genau strat-technisch spielen wollen. Der Faktor in Unterzahl bzw. in Überzahl spielen von Anfang an gibt einem natürlich hier so ein bisschen Möglichkeiten, um noch andere Sachen zu spielen bzw. das Ganze ein bisschen anders aufzubauen. Hier sehen wir gerade einen Outrun. Da ist Teddybär erstmal aus dem Spiel rausgegangen. Teddybär mit dem Double Kill holt sich Irish und Stunner Boy. Olgayake macht aber den Refrag an Teddybär klar. Damit haben wir jetzt die 3 gegen 3 Situation. Und ein Matrix relativ aggressiv und schnell da schon am Start. Man ist jetzt hier in CCTV erstmal drinne. Puls. Bewegt sich onsport, versucht ein bisschen zu gucken, wo sich hier die Leute, die Gegner bewegen, um da zumindest die Calls erstmal zu geben. Der Jäger, VX-Cuter, aimt hier so ein bisschen die Tür gerade ab. Da wird jetzt, denke ich, mal der Breach kommen, vorne in der Wall. Bandit hinten in Offices, versucht da ein bisschen zu verhindern, dass sie da Richtung Archive aufbauen. Aber das sieht auch ganz so aus, als wenn es gerade mehr Richtung der anderen Seite gehe. Da haben wir den Jäger. Schönes Ding von iMetrix. Holt sich hier V-Executor erstmal ab. Ist jetzt damit erstmal drinne. Wird aber von Puls erstmal rausdezimiert. Klein sie mit dem Refrag. iMetrix aus dem Spiel. Da haben wir jetzt den Setcher am Start. Hier soll jetzt der Plant kommen. Problem ist nur, wir haben dann noch den Puls und der kommt mit dem C4. Klein sie mit dem C4 an. All Gayake, Keyboard Line. Holt sich aber Klein sie ab. Und Bandit haben wir halt hinten in Office drinne. Und Setcher versucht erstmal so weit weg wie möglich zu gehen. Geht hier hinten auf den zweiten Spot. Und das gibt halt Xantix die Möglichkeit, da ran zu rotieren. Plant ist angesetzt. Kommt auch und dürfte auch durchgehen. Plant ist durch. Man geht erstmal raus. Und setzt sich hier direkt an den Counter-Defuse. Und er kriegt es halt nicht mit. Er kommt zu spät. Der Counter-Defuse dürfte durchgehen. Counter-Defuse geht durch. Und haben wir die erste Runde hier in Unterzahl für Team Hates. Da ist man als Setcher ein bisschen zu weit weggegangen vielleicht. Das hat Bende direkt ausgenutzt. Ist einfach direkt zum Diffuser gegangen. Hat direkt den Counter-Defuse angesetzt. Und der Setcher kam nicht mehr rechtzeitig drin ran. Die erste Runde also so ein bisschen abtasten von beiden Teams. Was machen die? Wie spielen die ungefähr? Das Thema haben wir ja, oder das Thema kommt mit dem Abtasten kommt ja häufig auf, wenn hier zwei Teams aufeinandertreffen, die sich so noch überhaupt nicht kennen. Du hast tatsächlich so ein bisschen das Ding,
ziemliche Unterschiede in den ersten Runden zwischen Teams, die schon öfter gegeneinander gespielt haben oder die sich kennen sogar, und Teams, die noch nie gegeneinander gespielt haben, sich auch überhaupt nicht kennen und so weiter und so fort. Du hast dieses Abtasten am Anfang, man guckt, okay, wie weit können wir gehen, wie ungefähr spielen die. Es dauert zum Teil viel länger zu drohen und so weiter. Es gibt Runout-Kills und so weiter, die man so eventuell nicht erwartet, weil man halt einfach diesen Runout überhaupt nicht auf dem Zettel hat. All solche Geschichten. Das ist halt der Faktor, der halt passiert, wenn du zwei Teams hast, die sich so noch nicht wirklich kennen. Und das haben wir hier jetzt gerade ganz gut gesehen. Es gab einen ziemlich guten Runout da von Legion. Der hatte auch mit seiner Trap zusammen den Double Kill gezogen. Wurde zwar selber rausgezogen, hat damit aber erstmal den Gleichstand von der Manpower sozusagen hergestellt. Ein schöner Klick gegen den Jäger Onspot dann. Gegen Puls hat es nicht gereicht, der konnte den Reflex ziehen. Wir hatten wieder die gleiche Stärke. Dadurch war Puls noch drinne. Man geht auf Plant, obwohl man wusste, dass Puls drinne ist. Wird natürlich vom Puls ausgepulst und wegzifiert. Plant ist denied. Puls wird aber instant gerefragt, weil er dann gepusht wird. Wir haben die 1 gegen 1 Situation. Und dann hat in diesem Moment halt tatsächlich einfach der Thatcher gedacht, okay, ich gehe erstmal so weit weg wie möglich, um einfach aus einer weitestgehend langen Distanz sozusagen das Ganze ein bisschen abzuenden. Und weil man sich halt nicht kannte, wusste man halt nicht, okay, so ein Bandit oder das Team ist da so ein Team, das dann auch erstmal direkt auf Counter-Defuse geht und das ist halt relativ erfolgreich. Und so kommt dann halt so eine Runde zustande, die dann halt, ja, in Anführungszeichen unglücklich in diesem Falle für PENGA Gaming ist, weil Plant kam durch, man hatte eine relativ gute Plant-Position auch. Und insgesamt war das eigentlich eine relativ gute Sache. Twitch geht erstmal rein, ist erstmal durch. Hat jetzt hier natürlich den Jäger, der da noch mit am Start ist, der eben das Loch ab, weiß aber, dass natürlich close rechts von ihm jemand ist. Und da kommen auch die Hits und schönes Dinge von Stunnerboy, der holt Klein sie erstmal ab. Muss ein bisschen Damage da einstecken. Hier kriegt auch der Sledge erstmal ein bisschen was ab. Das dürften hier Schüsse und Hits sein. Und da kommt der Injure. Inja hier, Inja und Kill. Teddybär holt sich ein Matrix erstmal ab. 4 gegen 3 Situation ist es damit jetzt. Also es wird insgesamt sehr aggressiv gespielt hier. Schönes Ding von Fox Cuter. Holt sich Keyboard Line ab. Oh, und er fasst noch auf, fährt hier mit der IQ. Da haben, glaube ich, nur Millimeter gefehlt in diesem Falle. Was man, glaube ich, nicht so ganz auf dem Zettel hat, ist, dass noch einer oben unterwegs ist. Und das ist nämlich der Jäger. Und er kommt jetzt mit dem C4 und das könnte sitzen und das sitzt. Irush aus dem Spiel erstmal rausgenommen. Aber Gaiaka holt hier den Refrag. Fox Guter mit dem Killer an Stunnerboy. Damit haben wir die 1 gegen 2 Situation. Und Team Hates spielt das hier echt in Unterzahl ziemlich gut aus. Holen hier gute Frags. Fangen immer an mit dem First Frag. Auch wenn sie dann gerefragt werden, versuchen sie das damit immer so ein bisschen auf die Situation aufzubauen, dass sie in gleicher Manpower-Situation sind sozusagen. Und Castle macht das hier halt in diesem Fall erstmal genau richtig. Er bringt halt erstmal einfach die Schüsse an. Wir haben jetzt noch 36 Sekunden. Castle aimt das da ab, wartet einfach nur und All Gaiake muss halt irgendwann was machen. Er erwartet ihn halt noch da. Das ist halt Fail in diesem Fall. Und Teddybär holt sich hier All Gaiake ab. Damit das 2:0 für Team Hates. Und gerade macht gefühlt Team Hates in Unterzahl alles richtig. Runde Nummer 3. Wir können mal kurz in die Kills reingucken. Wir haben hier Olgayake mit 2, iMatrix, Keyboard Line und Stunnerboy jeweils mit einem. Auf der anderen Seite haben wir Teddybär mit 4, Fox Guter mit 2, Kleinsi mit 2 und Xantik mit einem. Runde Nummer 3. Wir gehen auf Customs Inspection Supply. Da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, das ist jetzt einer der in Anführungszeichen unliebsameren Spots. Man ist jetzt noch in Unterzahl. Potenziell ist das Ding hier natürlich auch, du musst es relativ viel vertikal halten. Die Frage für mich ist halt jetzt, wie antizipiert PENGA das Ganze? Weil, wie wir eben gesehen haben, wir hatten 2, teilweise 2,5 Leute mehr oder weniger oben.
Ich weiß nicht, ob sie den Spot hätten halten können da erfolgreich, wenn die mit ihrer 5-Mann-Manpower einfach mal on-spot gegangen wären und das Ding einfach auf einen relativ schnellen Plant gespielt hätten. Und hier werden wir potenziell eventuell wieder in etwa das gleiche Problem haben. Sie werden wieder, denke ich mal, versuchen, ein bisschen auch oben halten zu müssen. Klein, sie war schon oben. Hat da Camps verteilt. Und wenn das der Fall sein sollte, ist halt die Frage, macht es dann vielleicht Sinn zu sagen, okay, pass auf, wenn die so viel oben halten, was hier gar nicht passiert. Das verwundert mich gerade tatsächlich so ein bisschen. Die arbeiten gerade gar nicht oben, sind alle on-spot oder close-spot, sage ich mal. Valkyrie ist in ihrer Cam drin, hat da versucht, einen schnellen Peak zu setzen. Das hat nicht ganz so funktioniert. Jetzt wird erstmal oben ausgetrollen. Wir haben Hibana dabei. Die guckt erstmal durch. Wird da jetzt auch aufmachen, denke ich mal, ja. Reach ist da, hier geht es oben erstmal rein, die Hedge ist halt nicht zugemacht und Teddybär holt sich erstmal Irush hier mitten im C4 ab. Ja moin. Das hat man da einfach mal durch den Breach rausgeworfen. Einfach mal durch den Breach raus, das C4. Kann man halt machen, ne? Hier wird jetzt vertikal so ein bisschen nach oben gespielt, da hat man einen Kopf gesehen, aber der ist schon wieder draußen. Denkt man halt oben, hat den Kopf nicht gesehen. Mute hat es aber auch gar nicht auf dem Schirm. Da hat man wieder kurz gesehen. Und da kommen die Schüsse auch durch. Aber Teddybär holt sich einen Matrix ab. Teddybär mit seinem zweiten Double Kill ist am Start. Volkscuder holt sich Stunnerboy ab. Und hier fällt gerade wieder so ein bisschen Penga auseinander. Olgayake und Keyboard Lion jetzt noch am Start. Und hinten macht sich der Jäger nach oben und das könnte ein sehr, sehr fieser Backstep tatsächlich werden. Neugeierke holt sich Volkscuder ab, geht jetzt rein, snackt sich den ersten, snackt sich den zweiten, Double Kill auch für Xantik hier. Und damit geht auch Runde Nummer 3 an Team Hates. Und die spielen das hier gerade in Unterzahl echt ziemlich gut. Also wenn man sich das so anguckt, dann hast du hier einfach wirklich ein ziemlich gutes Spiel, was Team Hates hier auspackt. Die sind sehr beweglich, was, glaube ich, in Unterzahl sehr wichtig ist, dass du sehr beweglich bist, nicht so steif. Und vor allen Dingen setzen sie die Frags. Und das ist hier gerade das Ding, was Team Hates hier gerade ziemlich über Wasser hält. Also nicht nur über Wasser hält. Ich meine, sie führen mit 3-0 in Unterzahl. Statt dass der Sledge da hängen, dem Mew, der ihn erst gar nicht auf dem Zettel hatte hängen, statt dass Sledge da den Kill kriegt, kann sich hier Mew den Kill snacken. Vorher holt er sich per C4, dass der einfach mal durch so einen kleinen Hibana-Breach sozusagen rausgeworfen hat, holt man sich da den Kill. Das sind alles so Faktoren, die Team Hates hier einfach diesen Vorteil bringen. Und da muss Penga Gaming jetzt zusehen, dass sie das irgendwie unterbunden bekommen. Entweder ihre Manpower ausspielen, nicht zu viel alleine unterwegs, Refrags ziehen. Weil Refrags ziehen für Penga momentan zur Zeit eigentlich vollkommen ausreicht. Sie sind in Überzahl. Wenn sie also jedes Mal, selbst wenn sie den ersten Frag abgeben, wenn sie jedes Mal den Refrag ziehen, gewinnen sie die Runde. Das heißt im Prinzip, müssen sie entweder versuchen, mehr geschlossen sich zu bewegen. Und dadurch ihre Manpower ausnutzen. Oder das Ding eventuell zu aller Küsten nur ein bisschen schnelligkeitstechnisch anders spielen. Wir haben jetzt den Jäger unten unterwegs. Da bin ich mal gespannt, wann hier der Backstep von ihm diesmal kommt. Letztes Mal kam der Backstep, war die letzte Chance und es hat funktioniert. Der Plant konnte zwar nicht denied werden, der Counter-Defuse ging allerdings durch. Oh, und wenn er Matrix wüsste, dass er halt instant da liegt. Jetzt haben wir Mute da draußen unterwegs. Sein Auftrag ist welcher hier? Er geht da erstmal wieder rein. Oh, kriegt er erstmal ein paar Frags ab hier. Hat da schon mal ein paar Hits
abgekriegt in diesem Moment. Hayes spielt das jetzt auch offener. Da hat man den Mute erstmal im Blick und er hat gar nicht mehr so viel. Da kannst du sogar fast anfangen, immer ein bisschen zu twitchen. Irush jetzt hier im CCTV drinne. Traut sich aber auch noch nicht so ganz weiter nach vorne zu gehen. Interessanterweise haben wir halt wieder viel Einzelspiel. Also wir sehen die Leute viel alleine rumlaufen, viel einzeln rumlaufen. Kriegt zwar vorgedrungen, aber da ist es halt. Olgaia holt Xantik raus, Teddybär holt aber Stunnerboy raus. Und das hätte halt potenziell ein Refrag werden müssen, aber da war man halt dann wieder alleine unterwegs. Jetzt steht man mit zwei Leuten an der Tür, das wird erstmal ausgedroht. Mute dann noch am Start. Und Teddybär holt aber erstmal Olgaiake ab. Der da wieder alleine in der Tür erstmal reinguckt. Das war jetzt natürlich ein bisschen Timelag in diesem Moment. iMatrix mit dem Kill an. Fox Cuda ist jetzt hier drinne. Kommt erstmal mit einem Boost. Hat den links nicht auf dem Schirm. Da kommt das C4, aber man kriegt vorher den Kill. 2 gegen 1 Situation. iMatrix holt sich auch noch Teddybär ab. Und damit kann sich Penga hier jetzt diese Runde holen. Aber wir haben halt wieder viel dieses Einzelspiel. Also meiner Meinung nach wird hier leider auf Seiten von Penga das Überzahl nicht wirklich genutzt, nicht wirklich ausgespielt, indem man halt in diese 1 gegen 1 Situation reingeht. Es hat jetzt funktioniert, weil iMatrix jetzt hier mit seinem FMG da ziemlich gut da noch hantieren konnte und man trotzdem da geschafft hat, sich vernünftig die Überzahlsituation zu machen. Aber man muss hier die Überzahlsituation ein bisschen besser ausspielen. Also ich meine, für Team Hates ist es halt blöd, dass sie in Unterzahl sind. Das ist jetzt halt so, da kann Team Penga nichts für. Deswegen ist es vollkommen legitim, dass Penga das ausnutzt. Jetzt steht es aber erstmal 3-1 und dieser Rundensieg ist auf jeden Fall wichtig für Penga. Es ist wichtig für Penga, sich jetzt mal hier eine Runde zu holen, um einfach mal aufs Scoreboard sozusagen draufzukommen und darauf, beziehungsweise damit jetzt aufzubauen auf die nächsten Runden. iMatrix mit 4, Olgaiake mit 4. Keyboard Line und Stunnerboy jeweils mit einem. iRush kills technisch noch nicht auf dem Scoreboard. Auf der anderen Seite haben wir Teddybär mit 9, Xantic und Foxcuter mit 3, Kleinsi mit 2. Und wir sind erneut in Armory Archives. So. Klein sie jetzt auf dem Dock hier, ein bisschen in den langen Winkel reinbringen. Fox Scooter wieder auf dem Legion. Bin dann mal gespannt, ob irgendjemand irgendwo rausgucken will. Das sieht aber tatsächlich nicht so aus. Man versucht jetzt wieder ziemlich viel Richtung Office zu gehen. Interessant ist halt einfach, wenn man sich das mal ganz kurz anguckt. Wir gucken uns das nämlich mal ganz kurz an. Eben hatten wir 3 Leute in Office. Wenn man das richtig geredet hätte und Tempo reingebracht hätte, hättest du Armory mehr oder weniger einfach überrennen können. So, hier liegt jetzt Keyboard Line injured. Muss erstmal wieder aufgehoben werden. Wir sehen da iRush, der da schon mal direkt an den Start kommt. Der Jäger hier im 90s. Wartet da erstmal ab. Den hat man scheinbar nicht so, nicht wirklich auf dem Schirm. Bin mal gespannt. Und man steht wieder alleine auf den Easter Star. Jetzt geht es hier langsam Richtung CCTV. Da hat man schon mal einen gesehen. Geht jetzt aber hier erstmal wieder rein. Oh, dann kommt man mit dem Spray durch. Und der ging gar nicht so weit vorbei tatsächlich. Auf den Easters haben wir jetzt hier den Bandit. Kommt eine Sekunde zu spät in diesem Moment. Ist aber immer noch auf den Easters, ist da also immer noch eine potenzielle Gefahr. Keyboard Line halt mit nichts mehr lebenstechnisch am Start. Und Ben, Jäger, Teddybär holt sich erstmal iRush hier ab. Jetzt ist man on-spot, will den Plant hier anbringen. Will mit rein, Plant kommt. Und Plant geht durch. Stunnerboy mit dem Double Kill. Holt sich Teddybär hier noch ab. Volkscuter mit dem Kill an. Stunner. Olgaiake aber mit dem Kill an Volkscuter. Damit ist es nur noch der Dog.
Muss jetzt in mehrere Richtungen gleichzeitig gucken. Ein Matrix mit dem sich kleinen Sino ab und damit auch die Runde für Penga. Und die schließen auf 2 zu 3. Also sie knüpfen an der vorigen Runde an. Sie knüpfen an der vorherigen Runde an damit. So, damit geht das Ding hier aber erstmal weiter. Runde Nummer 6. So, nächste Runde. Es geht runter in Workshop. Aufbau beginnen. Wir haben wieder einen Maestro dabei. Jäger, Legion und einen Castle. Wie gesagt, in der letzten Runde, in der sie den Spot gespielt haben, haben sie viel oben gespielt. Also es waren immer mindestens 2 Leute, wenn nicht zum Teil 2,5 sogar, oben unterwegs. Wir schauen, ob sie das jetzt auch so spielen. Match ist auf jeden Fall am Start. Wir haben wieder ein Matrix auf der Finca, also... iMatrix bleibt hier jetzt erstmal auf der Finca. Das hat auch bisher relativ gut funktioniert tatsächlich. Daher, warum etwas ändern, was funktioniert? Kommen erstmal die Pre-Fires. Der Rest geht so ein bisschen oben rein. Wo haben wir denn die Verteidiger unterwegs? Wir haben Kleinsi oben. Volkscuder on-Spot. Teddybear ist noch oben. Und Xantik ein bisschen Offside-Spot, aber Close-Spot, sage ich mal. Schöner Winkel, den Volkscuder sich hier geholt hat aus dem Server Room. Twitch Room kriegt schon mal die ersten Hits ab. Wohnt jetzt erst nochmal rein, sucht da den Spieler, hat jetzt hier den Legion gefunden. Das wird hier wieder viel gedroht. Wir haben 3 Leute noch in den Drohnen drin und der Jäger ist da richtig aggressiv. Den hat man, ich weiß nicht, ob man den da auf dem Schirm hat. Der sitzt da direkt neben dem Fenster, wartet so ein bisschen auf seinen Einsatz. Volkscuder holt zwei Matrix ab. Xantik mit dem Killer und Keep Outline. Und so dreht sich die Situation um und wir haben eine 3 gegen 4 Situation. Da haben wir den Castle. Und Castle kann wegrotieren, bevor Stunnerboy zu ihm rotiert. Teddybear mit dem Killer an Stunnerboy. Geiger holt den Refrag an Teddybear. 2 gegen 3 Situation jetzt hier. Legion noch in Armory Lockers unterwegs. Jäger rotiert jetzt gerade hier rein. Das könnte dementsprechend das nächste Aufeinandertreffen. Wir werden mit IQ. Da kommen auch die Schüsse, da kamen auch die Hits. Ah, gute Idee vom Jäger. Kann da auch die... kann da auch die Damage Points ein bisschen dodgen. Die Bahn mittlerweile mit nach unten verschoben. Und wird hier aber erst noch von Xandik aus dem Spiel genommen. Olga Erka aus dem Spiel raus. Und Xandik geht raus, holt sich Irush noch ab. Und damit geht hier Team Hates mit einer 2-Runden-Führung in den Wallswap rein. 4 zu 2 steht es damit. Steht es damit. Mal kurz ins Killfeed reingucken. Olga Erke mit 6, iMatrix mit 5, Stunnerboy mit 3, Keyboard Line mit 1, einem iRush steht hier noch mit 0 Kills zu Buche, kommt also auf der Map nicht ganz rein. Gerade Teddybear auf der anderen Seite mit 11, Xantik mit 6, Volkscuder mit 5 und Kleinsi mit 2. So, jetzt haben wir aber den Rollswap und jetzt haben wir halt potenziell für Penga Gaming eine noch größere, Vorteil.
im Angriff, in Überzahl zu sein, aber das ändert halt nichts daran, dass du trotzdem noch das Team bist, das Richtung Spot halt erstmal kommen muss und weiter und so fort. Ich glaube, in Verteidigung in Unterzahl zu agieren, ist nochmal eine ganze Ecke einfacher als in der als im Angriff. Dadurch, dass jetzt Penga in der Verteidigung ist, sie haben in der Verteidigung einen Mann mehr. Sie haben also erstmal zwei Wände mehr zur Verfügung. Außerdem, selbst wenn sie zwei Leute Roman schicken, wie sie standardmäßig machen, sind sie on-spot immer noch nur mit einem Mann in Unterzahl. Und das ist halt hier dieser ganz große Unterschied in diesem Moment. Bin sehr gespannt, wie man das hier ausspielen will. Man hat halt viel Vision dabei, Stunnerboy auf der Valkyrie mit extra Cams. Hier wird sich viel nach unten hin aufgemacht, also man erwartet tatsächlich, dass da auch viel vertikal gearbeitet wird. Volkscuter schon mal in der Cam, mit schon mal zwei Cams unterwegs, hat jetzt hier die Valkyrie gefunden. Gibt ja auch die Pings. Die will man da jetzt halt relativ schnell raushauen und es funktioniert halt. Also das ist halt richtig gutes Teamplay. Da wird der Inja von Ibana gelegt, VXQter kommt an, beendet das Ding mit einer Twitch-Drohne und damit ist halt der erste Roamer schon mal aus dem Spiel in diesem Moment. Also sehr gut zusammengespielt. Die Drohne fährt vor, die Drohne bringt die Pings und damit ist die Valkyrie erstmal aus dem Spiel und CCTV ist eingenommen. Und jetzt kann hier halt weiter aufgebaut werden. Geht es hier langsam unten weiter. Matrix holt sich VXQter erstmal ab. Twitch aus dem Spiel. Hier hat man jetzt den Bandit gefunden. Und da geht es halt instant auf Bandit Hunt. Er muss halt irgendwann reinkommen. Und Teddybär holt sich Matrix da mit einem schönen Headshot ab. Schöner Flick da gesetzt. Damit wieder die 3-3-Situation hergestellt. Hier werden jetzt noch die Bandit-Device aus dem Spiel genommen. Und damit kann man jetzt auch Richtung Breach gehen. 1 Minute 25 sind noch zu spielen. Und auch hier macht Team Hates das gerade ziemlich gut. Also besonders dieses Teamplay mit Drohnen, Pingen, Hinterhergehen und so weiter, gefällt mir halt ultra gut. Da kommt nämlich der Ping nach oben. Da soll es jetzt vertikal gehen. Da kriegt man auch schon mal den ersten vertikalen Peak. Geht er jetzt erstmal weg. Währenddessen wird hier weiter reingeschaut. Da kommt die Flashnet raus. Olgayake holt sich Zantik ab. Jetzt wird hier erstmal gepusht. Den kriegt man auch raus. Teddybär mit dem Kick gegen Olgayake. Wird aber erstmal injured gelegt. Klein, sie kommt jetzt von hinten. Kriegt den Legion erstmal injured gelegt. Damit haben wir die 1 gegen 2 Situation. Allerdings liegt halt einer injured. Oh, und da ist das Missing von Irish in diesem Moment. Und jetzt wird er aufgehoben und wir haben wieder die 1-2-Situation. Beide relativ low-life. Aber trotzdem halt eine 1-2-Situation. Man braucht halt theoretisch nur noch Up-Aim und kann halt hier auf Plant gehen. Und genau das passiert jetzt gerade. Und der Plant geht durch und man muss nur noch Up-Aim hier. Also die Chance hier für iRush war da, er hat halt leider in diesem Moment veraimt und konnte den Kill dann nicht ziehen. Jetzt kommt eine ziemlich gute Flash. Und Teddybär macht das Ding fit, holt sich iRush ab und damit Runde Nummer 7 für Team Hates. Und die gehen hier nach dem Roadswap weiter und bauen die Führung aus, gehen auf 5-2. So, wir gucken mal ins Killfeed rein. Teddybär geht hier mit 14 Kills, droppt eine 14er Bombe bisher. Xantik, Volkscuter mit 6, Kleinsi mit 3. Auf der anderen Seite Olgayake mit 7, iMatrix mit 6, Thunderboy mit 3, Keyboard Line mit 1 und iRush immer noch mit 0 Kills. Der hatte gerade da die Chance, zum Helden zu werden in dieser Runde. Ich bin halt sehr, muss ich halt wirklich sagen, ich bin halt wirklich ultra beeindruckt
von dem Teamspiel das Team Hates da an den Tag legt. Weil das ist wirklich ultra nice. Wenn man sich das jetzt nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt in diesem Moment. Wir haben eine Twitch-Drohne, die ins CCTV reinfährt. Die Twitch-Drohne macht gar nicht so viel auf sich aufmerksam, fängt dann an zu pingen, als der Moment da ist, weil Ibana schon in der Tür steht. Schüsse von Ibana kommen und die Dinger sitzen auch instant auf Ping. Valkyrie geht injured, wird dann von der Twitch-Drohne noch rausgezogen, Valkyrie damit raus, zack, Gleichstand hergestellt. Und das ganze Ding geht ganz genau so weiter. Wir sehen die Drohne, die ganze Zeit Earnspot hin und her fährt, die sagt die ganze Zeit Bescheid, hey, der ist da hinten, der Rook, der ist da hinten. Die Flashnade kommt geworfen, weil vorher die Twitch-Drohne, beziehungsweise die IQ, die Jäger-Devices rausgeholt hat. Schön von unten vertikal wurde da die Bandits und so weiter, die Knight. Bandin unten auch rausgeholt, ultra nice, schön ausgedroht. Dann einfach von zwei Seiten abgeaimt, gewartet, auf einer von den beiden Seiten muss er kommen. Und da einfach die Winkel gehalten, gewartet, Bandit kam, Bandit rausgezogen. Zack, hatte man die Überzahlsituation. Flashnade onspot reingeworfen, Rook vollkommen geflasht. Man rennt erstmal rein, holt sich den Rook-App, geht zwar injured dann, aber IQ von der anderen Seite kommt zeitgleich rein, kann den Legion injured legen, Legion rausholen da in diesem Moment. Damit hat man die 2-1-Situation gehabt, was mehr oder weniger eine 1-1-Situation war. Dann kam der unglückliche Faktor dazu, dass der Jäger ein bisschen veraimt in diesem Moment, die IQ nicht komplett trifft. Statt sie zu pushen, lässt man ihr die Chance, den letzten Spieler dann auch aufzuheben. Ja, und damit haben wir die 2-1-Situation gehabt. Der Plan kommt durch, der Jäger muss den Retake machen. Das hat nicht funktioniert und damit die Runde für Team Hates. Also insgesamt gesehen, mit all den Sachen, ultra gut ausgespielt. iMatrix jetzt aber hier mit dem Opener. Holt sich Xandik erstmal ab. Wichtig hier jetzt erstmal den Opener zu setzen. Schön vertikal da und eventuell vertikal der nächste. Volkscuder holt sich iMatrix hier ab. 4 gegen 3 Situation. Refrag ist also da. Wir haben aber noch den Bandit und der denied den ganzen Boomster jetzt erstmal. Und damit ist Hibana denied komplett. Und hier wartet man darauf, dass jemand kommt. Die spielen das jetzt aber gerade richtig. Die spielen das einfach defensiv auf. Die gehen da gar nicht zu viel pieken oder so. Oh, und Penga Irish. Hier ist sein erster. Holt sich VX-Cuder ab. Wichtiges Ding. 4-2-Situation damit. Jetzt heißt es hier, das Ding über die Zeit bringen. Beziehungsweise einfach den Spot erfolgreich halten. Wir sehen hier gerade, IQ kommt dann noch dazu, rotiert. Kriegt da jetzt natürlich den Call. Okay, da ist einer drinne. Der hat da aus dem Raum geguckt. Und schönes Ding. Hier holt sich erstmal einen Jäger ab. Injured gelegt. Keep out line, aber instant. Zieht rum. Und das ist das, was du machen musst. Instant rumgezogen. Holt sich den Kill. Und Keep out line mit dem zweiten Teddybär aus dem Spiel genommen. Und damit den Anschluss erstmal gemacht auf 3-5. Wichtige Runde hier für Penga. Jetzt hier zurückzukommen, direkt in der zweiten Runde zu zeigen, okay, die erste Runde lief nicht gut, aber jetzt müssen wir zurückkommen. Ganz wichtige Runde. Uff. Also Penga kriegt jetzt langsam hier diesen Dreh raus, diese Überzahl auszuspielen. Haben wir jetzt gerade schön gesehen. Der Jäger geht injured, aber instant kommt Legion rumgezogen und holt sich halt diesen Refrag. Und das ist halt wichtig. Diese Refrags musst du dir holen. Ganz wichtige Angelegenheit. Wir gucken mal kurz rein. iMatrix, Allgeierke 7, Keyboard Line, Stunnerboy 3, Penga Irish mit einem auf der anderen Seite, Teddybär 14, Volkscuder mit 7, Xandik mit 6 und Kleinsi weiterhin mit 3. Workshop. Ventilation. Workshop ist der nächste Spot. Wir haben keinen Kassel dabei. So wie es aussieht, wird das Badezimmer auch ein bisschen ausgeklammert. Also man spielt hier ohne das gute alte Badezimmer da. Hat hier einen langen Winkel dabei. Doc ist dabei, potenziell mit ACOG. Legion auch dabei, der kann natürlich hier. Und das ist halt auch gar nicht so blöd, da vor allen Dingen da einen Legion mitzunehmen. Sie sind halt schon nur zu viert.
Wenn du dann noch anhand der Legion Traps weißt, wo einer ist, dann sind es nur noch in Anführungszeichen drei Unbekannte, sage ich mal. Aber hier auch wieder eine schöne Drohne, steht schon wieder gut da am Start an den Easters, um direkt zu sagen, hey, ne, wir sehen die Geschwindigkeit drin, 20 Sekunden vorbei, die Drohne stand schon und Teddybär ist oben drinnen. Kommen erstmal die Hits. Wir sehen jetzt hier Teddybär mit der IQ und der G81. Oh, schöne Hits da. Den Jäger aber nicht ganz getroffen. Hat aber gesehen, dass er da war. Der läuft da erstmal durch. Kommt da auch wieder weg. Nomad kriegt hier erstmal ein paar Hits ab. Vom Dog on in, auf den Stairs. Also insgesamt gibt es hier gerade gute Hits. Nomad will jetzt hier, glaube ich, relativ schnell versuchen. Und Volkscuter haben wir hier. Der holt sich erstmal einen Matrix hier ab. Damit ist der Dog erstmal aus dem Spiel. Jetzt soll er... Oh, Twitch geht erstmal injured hier. Aber Teddybär kommt direkt nachgezogen im Gunfight mit dem Bandit und kriegt den Bandit aus dem Spiel. Teddybär mit dem Kill. Stunnerboy raus aus dem Spiel. Damit kann man den Volkscuter ab... aufheben und hatte erstmal die Überzahl und da sieht man die Füße, da kommen die Schüsse runter, die haben auch Damage, aber nicht genug, nicht genug. Frost liegt halt immer noch, jetzt will man sich hier noch weiter den Boden aufmachen. Man lässt ihn halt da in diesem Moment erstmal liegen. Sucht halt weiter da vertikal die Spieler. Twitch mittlerweile wieder aufgehoben. Teddybär ist schon unten unterwegs. Der will jetzt halt unten Stress machen. Und das ist halt eine gute Idee. Scannt sich auch den Weg ab, damit er nicht in eine Legion Trap reinläuft. Volkscuter mit dem Double holt sich All-Geierke, nachdem er aufgehoben wurde. Und I-Rush ab. Und da kommt das... Oh, da holt... Oh, Teamkill. Teddybär holt per Teamkill Volkscuter noch ab. Jetzt ist es nur noch einer. Aber Xantik holt sich Keyboard Line ab. Und damit stellt Team Hates hier auf 3-6. Und damit auf Matchpoint. Damit stellen sie auf Matchpoint. Drei zu sechs steht es. So, Runde Nummer 10. Und wir sind im Matchpoint für Team Hates, die hier in Unterzahl spielen. Und das muss man dann auch mal anerkennen. Das ist hier wirklich eine ziemlich starke Leistung, die Team Hates hier gerade an den Tag legt. Irish hat schon mal Bekanntschaft gemacht mit dem, mit der Twitch, so wie es aussieht. Ventilation Workshop wird hier erneut gepickt. Wir sehen hier Puls. Der will da schon mal aktiv nach oben hin rausgucken. Da fährt eine Drohne vor. Und die Bana kriegt da auch schon mal ein paar Hits ab von unten. Puls jetzt hier auf den Easters wieder. Und so wie es aussieht, geht das erstmal wieder relativ fix nach oben. Puls ist halt schon auf den Easters, ist jetzt halt gepinkt, weil da eine Drohne ist. Oh, Matrix holt sich Volkscuter ab. 5 gegen 3 Situation hier. Schönes Ding. Hibana geht mal gucken, beziehungsweise aimt das Ganze erstmal ein bisschen ab. Hier liegt er für uns gesehen in der Leiche. Oh, Puls wieder mit den Schüssen da, weil er dann natürlich den Informationen von der Kamera bekommen hat. Oh, schönes Ding von Teddybär und sich Stunnerboy ab. 4 gegen 3 Situation. Aber ein Matrix mit dem C4 Xantix aus dem Spiel hier an den Easters. Also Puls macht da ganze Arbeit.
Holst jetzt immer noch an den Easters und er steht da gut. Geht jetzt ein bisschen weiter nach vorne langsam. Will er jetzt von hinten nochmal ein bisschen stören. Kommt er jetzt über Office langsam rein. Wird er aber... Ah, wird er abgeben. Nein, kriegt die Ashley. Matrix mit dem Kill. Teddybär aus dem Spiel genommen. Typical für ihn. Kann hier sein Handicap Ace machen. Ah, nein, kriegt er die Hits zwar drauf, aber das reicht doch nicht für den Kill. Hits sind da. Und da ist sein... 4K, beziehungsweise dadurch, dass es ein Handicap-Match ist in diesem Moment, sein Ace, iMatrix hier mit dem Ace, macht den 4K mit Puls. Da hat Team Hates gerade den Puls nicht aus dem Spiel gekriegt. Und damit steht es 4-6, iMatrix droppt eine Elfer. Olgayake mit 7, Keyboard Lions, Dunnerboy mit 3, Penga Irush mit einem auf der anderen Seite, Teddybär mit 16, Volksjuder mit 10, Xantik mit 7 und Kleinsi weiterhin mit 3. Der hat hier gerade den Zugriff zum Match so ein bisschen verloren. Kann euch aber hier, by the way, das wird sich zwar ein paar Minuten nach hinten verschieben durch dieses Match hier, aber das nächste Match schon mal ankündigen. Das ist das Halbfinale zwischen Royal Beast District RBT gegen das Mixed Team von Envious. Das wird unser nächstes Match sein. Aber jetzt wieder zu dem Match. Wir sind nach wie vor im Matchpoint für Team Hates. Die hier gerade einen Puls akut unterschätzt haben, den dann nicht aus dem Spiel genommen bekommen haben. Und davon iMatrix ein bisschen aufs Korn genommen haben. Aufbau oben sieht wieder so ein bisschen mehr oder weniger nach Standard aus, sage ich mal im Allgemeinen. Und damit beginnt der Angriff hier. Xantik auf der Ash. Wie gesagt, nach wie vor sind wir hier im Matchpoint für Team Hates, die jetzt hier mit dieser Runde und auch potenziell mit der nächsten, falls sie diese nicht kriegen, noch alles in regulärer Spielzeit klar machen können. Allerdings denke ich mal, PENGA Gaming will definitiv versuchen, die nächsten zwei Runden noch zu holen und das Ding in die Overtime zu schicken. Aber hier sehen wir wieder ein richtig gutes Drohnenverhalten. Wir sehen wieder die Drohne, die vorwärts. Sie gibt die ganze Zeit die Calls, wird jetzt erst aus dem Spiel rausgenommen. Man weiß also potenziell ganz genau, wo sich der Mute gerade befindet. Der Breach hier ist erstmal durch. Da wartet man so ein bisschen auf den Peak. Jetzt ist Ash hier immer noch auf den Easters unterwegs. Kriegt er erstmal ein paar Hits ab. Weiß nicht ganz genau von wo. Damit hat man hier erst so ein bisschen den Hold. Wartet, dass man da was sieht. Da sollte in C4 kommen, aber das kam nicht so ganz. Hits erstmal hier in CCTV angebracht, also die Hits sind da. Eine Minute 30 sind noch, man droht sich das alles so ein bisschen zurecht. Hat jetzt gesehen, okay, CCTV ist frei, wir können rein in CCTV. Also geht man jetzt auch rein in den ganzen Kram hier. Macht sich jetzt hier auf. Ash läuft erstmal durch. Oh, und Teddybär mit dem Klick hier holt sich Irush ab. Irush wieder aus dem Spiel rausgenommen hier. Man weiß, wo der Mute ist. Wartet da, dass man Zugriff auf den Mute kriegt. Ash geht jetzt langsam rein. Hat den Kopf da rechts nicht gesehen. Volksjuder mit dem Kill an Keepout Line. Weiß immer noch, dass der Mute da ist. iMatrix holt sich Xantik ab hier. Man weiß immer noch, dass der Mute dort ist und wartet nur darauf, seinen Kopf mal kurz zu sehen. Wird da halt komplett geflasht gefühlt. Kleinsi holt sich Stunnerboy ab. 2-3 und da kommen die Hits. Man holt sich hier eine Legion Trap nach der anderen ab. Und jetzt kommt aber hier eventuell von hinten ein Impact, den man nicht auf dem Schirm hat.
iMatrix holt sich per Dings, Nate. Oh, Volkscuter mit dem Killer an iMatrix. Und schöner Fliege von Volkscuter holt sich auch noch All Gaiake. Und damit ist diese Runde hier vorbei. Und in Unterzahl kann sich hier Team Hates den Sieg holen und zieht damit ins Halbfinale ein. Glückwunsch, GG von Team Haters, ein echt gutes Spiel. Penga, Probleme gehabt, da das unter Kontrolle zu kriegen, aber von Team Hates wirklich ein ultra gutes. Und das muss man halt einfach denen in diesem Moment lassen. Von Team Hates ein ultra gutes Zusammenspiel, auch im Angriff, super gut zusammengespielt, schön vorgedroht, hinterhergegangen, etc. pp. Das sah alles andere als schlecht aus, was sie da gespielt haben. GG trotzdem an beide Seiten. Team Hates damit im Halbfinale. Und ja, da hoffentlich wieder zu fünft. Ich schicke euch jetzt kurz in die Pause. Wir machen keine lange Pause. Und denke, wir sehen uns relativ schnell wieder zum nächsten Spiel. Also bis gleich.